Habt ihr in einer bibliografischen Datenbank einen interessanten Artikel gefunden, den ihr lesen möchtet? Der Artikel ist 1996 in der Zeitschrift Blimp Film Magazine erschienen. Über den Verlinkungsdienst SFX, der in fast allen Datenbanken angeboten wird, prüft ihr, ob der Artikel an der UB Würzburg verfügbar ist. Leider ist das nicht der Fall. Um sicherzugehen, recherchiert ihr mit dem Titel der Zeitschrift, aus dem der Artikel stammt, im Katalog weiter. Ihr sucht im Katalog nach der Zeitschrift. Ihr gebt den Namen der Zeitschrift ein, nicht den Artikel. Ihr schränkt auf den Dokumenttyp Zeitschrift ein. Da ihr wissen wollt, ob sich die Zeitschrift im Bestand der UB befindet, ist nur die Trefferliste Kataloge relevant. Dort taucht die Zeitschrift aber nicht auf. Die Trefferliste Aufsätze und mehr besteht aus Daten, die von verschiedenen Quellen eingespielt werden und sich nicht immer im Besitz der Universitätsbibliothek befinden. Bei Bedarf könnt ihr nun den Artikel per Fernleihe bestellen. Über Weitersuchen Fernleihe bekommt ihr die Zeitschrift im Bayerischen Verbundkatalog angezeigt. Das bedeutet, dass sie in einer anderen bayerischen Bibliothek vorhanden ist. Bei Das möchte ich haben, meldet ihr euch an und könnt die Verleihe durchführen. In das Formular tragt ihr ein, in welchem Jahr und in welchem Band der Zeitschrift der gewünschte Artikel erschienen ist. Dann werdet ihr noch nach dem Titel und dem Autor des Aufsatzes gefragt und auf welchen Seiten der Aufsatz zu finden ist. Ihr habt somit eure Fernleihe erfolgreich durchgeführt. Wenn ihr eure E-Mail-Adresse im Benutzerkonto hinterlegt habt, bekommt ihr nach etwa 10 Tagen eine Mail von der Bibliothek und könnt den Aufsatz gegen eine Gebühr von 1,50 Euro an der Information abholen. Was aber, wenn es die Zeitschrift auch im Bayerischen Verbundkatalog nicht gibt? Dann gebt ihr eure Fernleihbestellung eben über den Button Auskunft auf. Ihr wählt das Formular Fernleihbestellung, Kopie aus einer Zeitschrift und füllt alle Pflichtfelder aus. Ist die Bestellung abgeschickt, prüfen wir, wo wir diesen Aufsatz für euch bestellen können. Im Katalog könnt ihr im Reiter Kataloge keine Aufsätze finden. Sucht nach dem Titel der Zeitschrift, nicht nach dem Titel des Aufsatzes. Im Katalog könnt ihr über Weitersuchen Fernleihe in dem Bayerischen Verbundkatalog recherchieren. Über Das möchte ich haben, sucht ihr eine Zeitschrift aus und bestellt den Aufsatz als Fernleihe. Wenn die Zeitschrift nicht im Bayerischen Verbundkatalog zu finden ist, könnt ihr über den Auskunft-Button im Katalog ein freies Fernleihformular ausfüllen. Noch Fragen? Weitere Infos zur Fernleihe findet ihr auf unserer Homepage Untersuchen und Ausleihen. Nichts gefunden? Fernleihe. Außerdem könnt ihr uns zur Fernleihe Fragen stellen, telefonisch oder per Mail.